Hallo und willkommen zu Texas Chainsaw Massacre. Mein Name ist Felix und ich spiele den Anhalter. Ja, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich spiele mit drei Perks. Einmal habe ich Speer dabei, das Perk lässt mich einfach schneller rennen. Dafür mache ich ein bisschen weniger Schaden. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Perks mit. Einmal, dass Fallen mehr Schaden machen, wenn Überlebende reintappen. Und das andere hat im Grunde den Effekt, dass wenn Überlebende meine Fallen reintappen, dann sieht die gesamte Familie, wo die Überlebenden sind. So, ich nehme mir vielleicht mal ein, zwei Blutbeute hier mit, ne? Ich weiß nicht, wie weit der Koch schon ist. So, die sind aber ganz schön laut, so wie es aussieht. Zack, hier noch durch. Hallo Koch. Ja, der kann selber zuschließen. Keine Sicherung da. Keine... Doch, dort ist die Sicherung. Okay, ich setze eine Falle vor die Sicherung. Ah, ich hätte dort in die Ecke direkt schon eine setzen sollen. Na gut, okay. So, ich setze die Falle vielleicht doch irgendwo anders hin. Och, komm schon. So, okay, direkt vor die Sicherung eine Falle. Damit kommen die Überlebenden zumindest hoffentlich nicht so schnell raus. So, eine hier. Wie viele Punkte? 500 hat Conny schon. Oh, ich komme hier nicht raus. Okay, ich muss am besten nach hier hinten gehen. Das gibt's doch nicht. Anna war direkt da. Ich habe noch nicht mal meine Fallen gelegt, Anna, ne? Und du tust Opa schon sowas an. Okay. Die Sache ist halt, wenn ich sie... Es bringt halt gefühlt nichts für mich, sie zu schlagen. Besser, ich gehe direkt nach hier unten und checke mal... Die Sicherung Bubba ist sowieso dran. Nicht die Sicherung, sondern den Ausgang hier. Der ist noch zu, perfekt. Okay, ich sehe niemanden hier. Na gut, mal schauen. Ich würde hier vor gerne eine Knochenfalle legen, weil hier gehen sie auch gerne mal durch. So, komm, gelegt. Ich weiß halt nicht, es würde sich schon fast anbieten, davor auch nochmal eine zu legen, dort hinten. Von wo ich halt... Ja, keine Ahnung. Ich lege vielleicht hier nochmal eine Falle hin, hier so ins Gras. Auf diesen Zwischenweg. Damit habe ich zumindest dieses Gebiet hier oben halbwegs getrappt. Ich will nochmal kurz die Tür checken. Nee, niemand da in meiner Abwesenheit. Ja, meine Aufgabe ist es jetzt im Grunde, dieses Gebiet hier unten zu patrouillieren. Ich hoffe mal, dass der Koch dort unten bleibt. Leatherface kann im Grunde langrennen, wo er möchte. Die Falle dort sieht noch gut aus. Die dort hinten eigentlich auch. Die ist noch zu. Keine Ahnung, wo die Überlebenden sind. Oh, doch eine Ahnung. Hallo, Julie. Ja, perfekt. Du rennst genau richtig. Was? Oh, ich habe mich so gefreut. Dort hinten sind zwei Leute. Drei Leute? Drei Leute. Okay, er will kämpfen. Ich glaube, das wird er auch schaffen. Ja, genau. Okay, wo lang läufst du? Der rennt wieder runter. Koch ist dort hinten und checkt. Okay, ich würde vielleicht mal den kleinen Ausflug zu Opa wagen, um ihm Blut zu geben. So, na los Opa, du kriegst noch Blut. Oh nein, sie sind bei der Batterie. Okay. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich das gut verteidige dort hinten. Aber ich meine, ich bin ja jetzt gerade auch weggegangen. Aber welche Karpat... Also ich meine... Sind sie wirklich hier vorne durch? Nee, hier vorne ist zu. Ich habe meinen Ausgang hier verteidigt. Das war dann wahrscheinlich ein Schloss vom Koch, was nicht geklappt hat. Opa wurde wieder abgestochen. Leute, mach das nicht zum Sport. So, Julie läuft da lang weg. Nee, ist nicht Julie, ist Anna.
Perfekt. Das sieht ein, die Falle läuft wunderbar. So. Dort hinten ist auch wieder jemand in der Falle. Okay. Okay, die Person rennt runter. Okay. Hallo Anna. Oh, okay. Damit habe ich sie raus. Okay, sie ist tot. Und die Falle setze ich mal kurz wieder zurück. So, zurücksetzen. Keine Ahnung, wo ist Bubba? Dort hinten. Nee, dort ist der Koch. Okay. Ich gehe zumindest zu Opa, fütter ihn vielleicht nochmal. Dann kriegt er wieder ein Level. Dann setze ich auch die Falle dort an der Sicherung zurück. Ich weiß halt auch nicht, ob die Sicherung so das Wichtigste ist, was wir verteidigen. Oder vielleicht wir lieber das Druckluftventil mit einer Falle sichern sollten. Aber naja, man kann halt nur so viele Fallen setzen, wie man hat, ne? Oh, da oben ist jemand durch. Das ist Generatorenseite. Okay. Dort hinten ist, glaube ich, wieder jemand in meine Falle gelaufen. Die setze ich kurz zurück. So. Okay, dann werde ich die Falle wieder neu stellen. Also ich habe extra mitgenommen, dass sie noch Blutungsschaden bekommen, nachdem sie in eine Falle reinrennen. Das ist zu. Da geht die Falle hierhin wirklich sehr, sehr gut auf. Nee, die steht noch. Da ist doch niemand in meine Falle gelaufen. Sah nur so aus. Okay. So. Ja, ich hole mir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Blut. Was macht mein Team? Der Koch ist unten. Und Leatherface jagt dort hinten jemanden. Ja, okay. Geht aus dem Weg. Ich will nicht Leatherface den Weg versperren. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen Blut hätte. Ah, das ist nicht voll. Dann könnte ich vielleicht Großvater wieder füttern. Ich ist immer noch zu. Opa wurde, ist noch stärker geworden. Wie viel leben eigentlich noch? Drei Leute, ne? Wir haben nicht so viele Kills gemacht, die Runde. Also, außer jetzt Anna. So. Koch prügelt wieder jemand. Okay, wunderbar. Ich habe sie zweimal erwischt. Dreimal. Sie geht jetzt hier durch den Brunnen wahrscheinlich. Schade. Okay, ich gehe schnell zu Opa. Fütter ihn. Meine Fallen sehen noch gut aus. Oh, dorthin wird gerade jemand getötet vom Koch. Super. So. Du kriegst Maximalstufe, Opa. Na, wo seid ihr? Dort unten eine Person. Dort hinten die andere. Am letzten Tor. Ich gehe. Ich bin schnell. Okay. Bubba geht auch. Ich weiß ja nicht, ob wir beide direkt losrennen sollten, aber vielleicht kann ich den Brunnen so ein bisschen verteidigen. Okay, aus dem Weg. Okay, er gibt dir noch eine mit. So, ich gehe schon wieder zurück. Oh, da hat jemand wieder Opa abgestochen. Das hier mache ich wieder zu und sperre es wieder ab. Okay, er ist wieder in den Brunnen runter. Vielleicht erwische ich ihn hier?
Okay. Ich habe ihn immerhin noch mal zweimal geschlagen. Dort hinten. Hallo Sunny. Oh, okay, jetzt kämpft er mit mir. Okay, ja, er gewinnt wieder. Ich sollte theoretisch wieder hochgehen. Ja. Ich versuche mal. Ja, vielleicht, wenn ich ihn schon so vor mir habe. Hallo Sunny. Gut. Touch 360. Einmal. Er wollte mich gerade. Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay. Sie haben Druckluftventil gemacht. Und er ist tot. Ich habe die Begegnung gewonnen. Wunderbar. Okay. Wo ist das Ventil? Oh, wir haben sie anscheinend getötet, oder? Sehr gut. Ui, krasse Runde. Ich glaube, die Fallen haben die Überlebenden dort oben ganz gut aufgehalten. Die waren, denke ich, nicht schlecht. Wobei, sie haben jetzt die Sicherung nicht so unbedingt versucht anzugehen. Vielleicht hätte ich die Falle da woanders auch nochmal hinsetzen können. Aber ich glaube, dort, wo sie lagen, waren sie ganz in Ordnung. Ja, die Fallen-Perks habe ich noch nicht weit gelevelt, aber das ist noch alles auf dem Weg dahin. Trotzdem, super Runde. Und wir haben alle bekommen. Ich habe hier die Anna erwischt und den Sunny. Conny wurde vom Leatherface erwischt und Julie vom Koch. Sehr schöne Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.